Guckt mal links, da hockt der Betz Rider und wartet schon. Es ist der 20.05.2020, 14.30 Uhr Ortszeit. Und wir fahren im Doppelpakt. Doppelpack. So, ich bin schon ganz ehrlich, erzähl euch gleich warum. Zum Hinbächl-Viadukt. Zu einer Eisenbahnbrücke aus Sandstein gekloppt. 250 Meter lang, 43 Meter hoch. Matzteil, beliebt bei Suizidisten, also bei Leuten, die sich selbst ins Nirvana ballern wollen, indem sie dann abhupen. Keine Ahnung, wann der letzte abgehupt ist. Wir haben aber keinen gesehen an dem Tag. Und ich bin ein bisschen näher bei der Kappe, weil es ist jetzt schon der dritte Versuch, dieses Video zu kommentieren. Aldiweil, das ist jetzt ein Insider, Aldiweil, ne? Das heißt so viel wie Weil. Also das Aldi könnt ihr weglassen. Das hat auch nichts mit dem Aldi zu tun. Weder Süd noch Nord. Jedenfalls, das dritte Mal jetzt anfangen, musste ich jetzt anfangen, den Kommentar hier zu machen. Immer so mit 15 Minuten muss ich dann abbrechen und dann wieder von vorne. Das ist richtig geil. Also lernt man es halt. Nee, weil der Betz Rider hat auch noch eine Kamera dran. Auch eine GoPro. So eine kubistische da, also so eine würfelförmige da. Ich weiß nicht, wie sie heißt. GoPro Cube? Nee, keine Ahnung. Jedenfalls so eine kleine, knuffiges Ding. Und er hat mir freundlicherweise dann sein Bildmaterial zur Verfügung gestellt, indem er es hochgeladen hat und ich habe es da drunter geladen. So, jetzt bitte, ich erzähle euch da weiter. Achtet jetzt mal nur auf das rote Licht, nur aufs Blinklicht achten, nicht auf meine Figur. Bitte nur aufs Blinklicht gucken, da zählt er mal mit, wie oft es blinkt, wenn ich da hochfahre. Aber nicht, verzählt euch nicht, ne? Guckt genau nur auf das Blinklicht drauf da. Fokussiert es direkt an und da seht ihr alles, was ihr sehen müsst. Ne? Also mehr musst ihr noch nicht sehen jetzt. Ja, nee, jedenfalls, also um meine Rede nicht zu vergessen, er hat mir da also sein Videomaterial, er hat jetzt nur die Hinfahrt gefilmt, mitgefilmt, zur Verfügung gestellt. Leider ist es in 60p und es ist halt, weil er musste das ja auf YouTube hochladen, quasi privat, und mir dann die Links schicke, damit ich es runterladen kann. Das habe ich auch gemacht. 1080p, 1080 Pixel, 60 Frames, so rum. Frames. Und jedes Mal, wenn ich jetzt von seiner Kamera quasi einen Clip hier einpflege in das Projekt hier, dann hängt mein Rechner. Der hängt sich nicht auf, sondern der fängt das Ruckeln an. Ich habe das Vorschaubild, was ich jetzt hier gucke zum Kommentieren, dass ich weiß, was ich da sehe, habe ich schon auf die viertelste Qualität, also die geringste Qualität, ist ein Haufen Klötzchen. Man sieht fast nur Klötzchen und Klötzchenbildung und so, damit das halt wenig Ressourcen braucht, da das Vorschaubild, dass es halt einigermaßen glatt läuft, weil sonst müsste ich jedes Mal, wenn es hänge bleibt, den Kommentar quasi neu anfangen an der Stelle oder eben einfach durchquatschen und dann nachträglich den Kommentar zeitrichtig durch den Versatz zeitrichtig wieder an die Bilder anpassen. Und das ist eine Schweinearbeit. Deswegen habe ich jetzt also das, ich glaube, ich habe jetzt nur zwei kurze Sequenzen von der Betzcam benutzen können, weil sonst hätte sich dauernd, also da hätte ich, da hier wäre ich gar nicht fertig geworden. Da hätte ich dann auch keinen Bock mehr gehabt und hätte den Dreck in die Ecke gefeuert. Weil ich bin ja kein Masochist oder sowas, ja, der sich da mit dem Schrottrechner und mit der scheiß Movie Studio Kacksoftware da abquälen möchte, ja, den ganzen Tag. Man hat ja noch andere Hobbys irgendwie. Aber da seht ihr mal, was das eigentlich für Arbeit ist, ne? Was da immer so ein. Das läuft bei euch jetzt hier so runter, was weiß ich, die 25 Minuten oder wie lange das Video läuft, so als wäre das irgendwie so eine Naturressource, als wäre die so am Baum gewachsen oder so, ne? Aber nee, das ist alles, hey, das ist Schwerstarbeit und das alles, hey, ist übel. Deswegen seht's mir nach, wenn ich dann immer mal ein bisschen flapsig werde und ein bisschen rummaul, weil mich das einfach total abtönt. Hier fliegt dann noch so eine fette Fliege rum. Ich glaube, die werde ich nachher rauchen. Die drehe ich mir da in so Zigarettenpapier rein und dann qualm ich die so aus Hass. Ja, der Lindemann da, dieser Typ da von Rammstein, der, wenn der einen Aal fressen kann unter Wasser, dann kann ich auch eine Mücke rauchen. Also eine Fliege rauchen, oder? Sind wir mal ehrlich, also so weit geht's, so weit kommt's noch. Nein, ich bin ja tierlieb, aber Mücke, Fliege, das ist für mich Geschmaß, das kann weg. Nein, auch nicht wahr, ne? Ah ja, ist mir aufgefallen, vorhin ist nur so ein Zitronenfalter, glaube ich sogar.
Zitronenfall, der vor mir rumgeflogen, da irgendwo in einer Szene da auf dem Video, den habe ich in echt gar nicht, kann ich mich gar nicht erinnern. Normal würde ich mich erinnern an sowas. So, ich habe jetzt einfach diese Sequenz von der Batcam, wo er also gerade jetzt quasi im, ja, die Kameraführung sozusagen übernommen hat. Das habe ich jetzt nicht kommentiert, weil das hat nur geruckelt und ich wollte das nicht auch noch rausschneiden. Ich will jetzt nicht jedes, ich habe ja schon fast alles rausgeschnitten. Ich glaube, das war es sogar, mehr kommt schon gar nicht mehr. Das muss ich alles rausschneiden, weil der Rechner dauernd hängen bleibt. Also, ruhig atmen. Nicht aufregen. Jeder hat das, was er verdient. Komm klar, komm runter. ASMR-Zeit. Entspannen Sie sich. Denken Sie an rosarote Gummitröpfchen, die vor Ihrem Gesicht hin und her springen. So. Ja. Wir sind kurz vor Asselbrunn. Kurz vorm See. Und da gibt es ja, da ist immer viel los, weil da rennen ja diese Nutritions rum, oder wie heißen die Viecher da, diese Neutrinos oder was weiß ich, also diese komischen Pelztiere, die ja, die keine Biber sind und auch keine Ratten, Nutrions, oder ach, ey, die sollen mal einen anständigen Namen für die, was ist das für ein Name, ey? Das hört sich an wie ein chemisches Element oder irgend so ein Mist, ja, ich soll mal gescheit, ich rech mich schon wieder auf. Also es sind solche Tiere halt. Die kann man da gucken und auch, glaube ich, füttern. Aber die werden immer fetter, weil die halt überfüttert werden mittlerweile. Ja. So ein bisschen wie der Ossi, ne? Ja, der wird ja nicht füttert, der füttert sich ja selber. Ich bin ja Selbstversorger, ne? Ich muss ja alles selber machen hier, mein Essen kochen und alles so Sachen da. Ne? Ich bin ja quasi autark. So, wir sind schon in Michelstadt. Wir fahren jetzt gerade hier in Michelstadt rein und ja, zum Himbechel-Viadukt. Habe ich doch schon gesagt, 250 Meter lang, 42 Meter hoch, gebaut in der 1880er Jahre, 19. Jahrhundert, Bauzeit irgendwie nur was, ein bisschen über ein Jahr haben die da nur dran rumgebaut, an dem Matzteil, da musst du dir vorstellen, damals. Ja, heutzutage würde es wahrscheinlich 10 Jahre brauchen, bis die Brücke da fertig ist. Also, das muss man sich mal vorstellen, ey, wir sind eine Step-Back-Gesellschaft geworden. Also, wir sind sowas von rückständig mittlerweile. Scheiß die Wandern, das darf nie wahr sein. So, ich schreibe schon wieder auf. Wahrscheinlich hockt der Bats Rider jetzt da hier vom Video, guckt das Video und schüttelt und sagt, oh Gottes Wille, labert der eine Kacke. Er ist ja nur noch am Abkotzen. Ja, sorry, ne, was soll ich machen? Nee, also hier diesen, ich versuche jetzt hier irgendwie elegant das Thema wieder so ein bisschen zu entschärfen. Diesen Pfad hier, den wir hier langfahren, diesen kleinen Mini-Strampelpfad, den kannte ich natürlich nicht. Der war mir nicht bekannt. Also umso angenehmer, wenn man einen erfahrenen Tourguide dabei hat, wie den Bats Rider, der halt genau weiß, wo und so man da am besten fährt. Und auch so von der Radbeherrschung hier gab es mehrere Stellen, wo ich also abgestiegen bin und habe das Rad dann geschoben und der fährt da einfach locker durch. Also das ist einfach so ein Unterschied, das merkst du halt schon, wenn einer wirklich so die Radbeherrschung halt auch, wenn er viel auch im Gelände unterwegs war und kennt also die ganzen Elemente oder die ganzen Elemente, sag ich schon, die ganzen Facetten des Radfahrens, ja, im Wald, im Gelände, auf Trails, auf der Straße und das alles zusammen ergibt natürlich einen optimalen Mix. Da hast du einen Erfahrungsschatz und einen Handhabungsschatz, sagen wir mal, der halt wirklich nur von Vorteil sein kann. Und das merkt man dann halt auch in solchen Momenten. Ja, also wir sind jetzt, was ist das jetzt hier? Wie gesagt, das Bild ist so verpixelt. Das ist jetzt schon Erbach, glaube ich, oder? Nee, das ist, glaube ich, noch Michelstadt. Nee, das ist noch Michelstadt, ja. Das ist noch Michelstadt. Erbach kommt gleich. Da sehen wir auch mal das Erbacher Schloss. Und so, ne? Ich glaube, ich kann das Video jetzt durchkommentieren, weil ich habe hier zeigt er gerade an, dass da jetzt sind ja solche Fahrradsymbole auf der Straße. Sehr nett. Die bringen wahrscheinlich überhaupt nichts.
Man hätte hier schöne Signalfarben, gelb oder so, was hätte man die Bike Lines hier anzeichnen sollen, weil man mittlerweile wissen wir ja, dass man 1,50 Meter Abstand halten muss. Also es ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, ne? Da kann man das ja auch ausmessen. Es gibt ja Metermaß oder was. Da kann man hier das so machen. Und da muss man halt ungefähr so da mal, ja. Aber da ist ja die Straße quasi nur noch ein Radweg, ne? Was ja auch nicht so schlecht ist. Müsse die halt hinterherfahren, ne? So einfach ist das. Da bin ich ja schmerzbefreit, ja. So, das sind alles so eine Wege, die ich jetzt auch noch nie gefahren bin. Und nee, die bin ich auch noch nicht gefahren. Die habe ich jetzt auch noch nicht. Das sind alles Premieren hier. Ab jetzt kannst du sagen, sind das alles, ja, kann man jetzt so schon, glaube ich, sagen, ja, doch. Ist das jetzt alles Odenwald-Cyclist Premiere? Ja, also war ich noch nie, habt ihr bei mir auf dem Videokanal noch nicht gesehen. Wir sind jetzt in Erbach, genau. Das ist jetzt Erbach. Das ist die Kreisstadt. Die quasi das Epizentrum des Wahnsinns hier. Sieht man der ganze Baustelle und so, da gibt es auch genug Reibereien. Und die eine sagt, ja, das ist voll toll, was ihr da macht. Die anderen sagen, ja, ist doch scheiße. Muss ich mit meinem Auto da, kann ich mit meinem SUV nicht mehr durchfahren. Weil so andere sprechen mittlerweile irgendwie, fangen die an, rückwärts zu reden. Die reden nur noch, was nervt die anderen auf die Schnee, was und ja, ja, also die rette dann nur noch rückwärts, weil sie genau wissen, dass wenn sie vorwärts rette, so wie ich, sie nur noch auf den Deckel kriechen. Ne? Wenn sie, also sind sie dann gesellschaftlich geächtet und das war's dann. Ne? Tschüssikowski, ab ins Gulag. Ins Fratzegulasch dann, ne? Wie man so schön sagt. So, jetzt sind wir hier, da vorne ist das Schloss. Geradeaus seht ihr das Schloss, das Erbacher Schloss. Vom Fürste Erbach zu Erbach, von Erbach nach Erbach oder so ähnlich ist der da. Oder hat der Gas oder gibt es wahrscheinlich verarmter Adel oder irgendwie so. Oder verblödet irgendwie so oder beides. Ich weiß es nicht. So, wir fahren jetzt hier durch die kleine Gasse. Da ist die Metzgerei Glenz unter anderem. Links ist ein Dönerladen. Lecker, lecker. Und jetzt geht es hier rechts Richtung Bahnhof hoch. Ne? Und das ist auch schon wieder eine Matzsteigung. Also für mich jetzt ist es da schon ein bisschen Monterola wieder hier. Quasi mein radfahrtechnischer Jakobsweg, wenn ihr so wollt. Oh, ich laber wieder so eine Kacke. Ich muss Kaffee trinken. Nein, nein, nein. Baldrian. Oh, ich bin total aufgedreht. Ich trinke mal Wasser jetzt zwischendrin. Das ist aber zu hart sonst. Sind wir mal ehrlich, Wasser ist es, oder? Wasser ist das Einzige, was da achte. Wasser ist es halt. So, rechts ist der Bahnhof hier. Das erkennt man ja hier auch an der Schranke jetzt. Und ja, jetzt geht es hier schon wieder weiter Richtung Lauerbach. Kleine Ortschaft. Aber ich kenne jetzt nicht alle Namen. Also jetzt fragt mich nicht da hinten draus, wenn da irgendwie so zwei Höfe oder so sind. Aber wie heißt denn das da? Da sag ich dann, was weiß ich. Also jetzt darf mich nicht da auf alles festnageln, da jetzt irgendwie, dass ich da jetzt der Oberaff bin, was Ortskenntnisse angeht. Das ist nämlich mitnichten der Fall. Das negiere ich aufs Äußerste. Es wird von meiner PR-Abteilung sofort revidiert alles. Kriegst du Anzeige, ne? Welche Rufschädigung. Also überlegt euch gut, was er sagt. Mann, Mann, Mann. Na, hoffentlich ist das Video bald fertig. Also ich mache zwei Teile davon. Weil, also hoffentlich ist es bald fertig, weil ich laber hier nur Scheiße zusammen. Tut mir leid. Also ich mache zwei Teile jetzt. Das ist die Hinfahrt. Jetzt hier im ersten Teil sieht man quasi die Hinfahrt. Und im zweiten Teil sieht man die Rückfahrt. Ich bin für meinen Teil an diesem Tag 52 Kilometer gefahren. Der Bats Rider natürlich mehr. Ich glaube, es waren über 70, 75 oder 76 oder was. Weil er hat ja eine längere Anreise gehabt. Und ich habe ihn dann noch ein Stückchen weiter begleitet. Bin noch bis nach Höchst mitgefahren. Und dann haben wir einen kurzen Verabschiedungsritus vollzogen. Und dann sind wir quasi wieder getrennte Wege gefahren. Und ich bin dann zurückgeeiert, aber so ziemlich auf dem letzten Loch, muss ich dazu sagen. Also ich könnte jetzt sagen, heldenhaft könnte ich berichten, ja, ich bin da voll locker, kein Problem, hätte noch einmal eine Runde dranhängen können, klar. Ja, nix ist. Na, ich war dann schon gut bedient.
aber positiv gut bedienen, ne? Also nicht kaputt, nicht geschmerzt oder nicht, sondern einfach wirklich nur locker drauf. Also locker, ja, fertig platt, aber locker. Also so. Locker platt. Hier zum Beispiel diese Stelle, da fährt er also locker hoch. Und ich sehe das hier und denke mir, scheiße, Kacke, absteigen. Weil ich hatte da Schiss, dass ich da wegrutsche mit dem Hinterreifen oder so und flatscht mich da auf die Straße und dann kommt irgendein SUV und ballert mich um oder was und fährt drüber. Und dann war es das, ein Fettfleck auf der Straße und mehr erinnert dann nicht, ne, an den OC. Der hier quasi die Beine breit gemacht hat. Also der hier halt verendet ist, ne, wie so ein Wildtier. Das ist egal, jetzt labern jetzt so einen Scheiß. Also wir sind jetzt schon outside of. Oh. Außerhalb von, na, wie heißt das Kaff da? Lauerbach, also das ist jetzt, ich weiß nicht, wie das heißt. Leute, bitte, also gebt's mir richtig, ne? Ich weiß es nicht. Es ist irgendwas, wo Leute wohnen und wo Autos fahren. Das ist die B45 da, ne, jedenfalls da, ne, rechts. Aber das da links, da frag mich nicht kein. Das ist halt die Odeweller Mauer oder sowas, könnte das sein, ne? Ich weiß es nicht. I'm so sorry. Aber ihr könnt ja, wenn ihr bei Strava seid, könnt ihr ja gucken beim Betz Rider auf dem Kanal oder bei mir, dann könnt ihr euch das angucken, wo wir da lang gefahren sind. Und das ist ja alles mit Maps und so und da seht ihr ja, wie die ganze Käfer da heißt, wie das da jetzt rechts heißt und so weiter. Ne? Ich meine, technisch weiß ich es schon, ja. Technisch weiß ich es schon, aber jetzt gerade nicht. Ja, also ich meine, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Irgendwann hört es halt mal auf, da wird es dann. Ja, irgendwann rennst du dann nachts im Nachthemd draußen rum und denkst irgendwie, es wäre Silvester oder so. Dabei ist es 30 Grad im Schatten. Ne, nachts ja kaum. Aber sagen wir mal, ihr wisst schon, was ich meine. Also, wenn ihr verwirrt seid im Kopf, dann ist Nese, wie der Berliner sagt. Ne? Auch hier ruckelt es leicht, obwohl es ja meine Files sind da. Hier ist ruckelt leicht. Wahrscheinlich der. Es passiert zu viel im Bild, ja, zu viel Bewegtes. Also hier links die Gräser und das ganze Gedöns und da rechts die Autos. Und da scheint irgendwie so, weil es ist ja auch dynamisch, das ist ja nicht wie ein Foto, ne, sondern das sind ja Frames so. Also sind quasi Fotos, aber einzelne, also Fotos, die zusammengehen, 30 Fotos pro Sekunde in dem Fall, ne, die da quasi dann das laufende, das bewegte Bild hier machen. Irgendwie ruckelt es halt rum. Und das muss ich dann mal, da muss ich dann zwischendrin wahrscheinlich mal kurz Pause machen, damit ich nachher wieder mein, das, was ich spreche, passend oder wieder komplett super genau passend Atomuhr synchronisiert sozusagen aufs Bild anstampfen kann, also anpasse kann. Anpasse. Anpasse. Aufpasse, anpasse. Obacht gepasst. Hier geht's nur um Bass. Ey. Jetzt ist alles nur Bass, ne? Bass. Bass auf. Bass auf hast du viel wie macht der Bass lauter, ne? Bass, also Bass auf. Ne? Und der Bass 8, ne? Heißt, drehen wir den Bassregler auf 8 Uhr. Ne? Also das ist so dezent aufgepasst, ja. Bass auch, Bass auf und so weiter. Könnt ihr euch alles mal merken, ne? Das ist alles DJ-Sprech hier im Odenwald. Oh Mann, Gott sei Dank ist es gleich rum, ey. Ich glaube, ich bin. Ich werde mir dann so ein schönes Stück Seife nehmen und da drauf rumkauen oder so irgendwas. Das beruhigt mich immer. Mein Zahnarzt guckt also immer ganz schräg, wenn er die ganze Seifeflecke im Gesicht. Ist das ein Scheißgequatsche? So, ich mache jetzt gerade mal hier. Nee, das mache ich nachher beim nächsten Übergang. Mache ich einen kurzen. Ich muss es kurz anhalten und damit ich dann quasi mit der. Weiß, wo ich mit meinem Gespräch bin, weil wie durch die Hänger hier. Ne? Ja, ich muss es so machen, Leute. Ich muss es mit absolut schwachsinnigem, dumm Gequatsche, muss ich versuchen, meine Frustration zu besänftigen, dass ich nicht hergehe und steck mal Faust ins PC-Gehäuse neu und fange an, das Ding zu fisten. Ne? Das wäre dann nämlich quasi die logische Konsequenz. Ne? Müsste mir jetzt beipflichten, würde ich sagen, oder? Ist doch völlig normal. Es gibt zwei Dinge, die einen Menschen komplett zum Ausrasten bringen können. Das ist nicht irgendwie Tod und Siechtum. Nein, 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 nein. Das ist ein gerissener Schnürsenkel.
Ja, im dümmsten, also im blödsten Moment, wenn ein Schnürsenkel reißt und wenn der Rechner aufhängt zu spinnen. Die zwei Dinge, die drei waren der Wahnsinn. Nein. Alles andere kannst du verkraften. So, jetzt fahren wir hier diese kleine Rampe hoch, wie ihr seht. Es ist nicht sonderlich steil, aber es ist alles relativ. Ne? Es ist alles relativ. Seit Einstein wissen wir und seit Newton, was das hier jetzt mit den Steigungen und mit den Gravitationsmasse und so weiter. Ne? Das brauche ich euch gar nicht weiter zu sagen. Ihr kennt euch aus, ihr seid voll die Spezialisten. Ja, es ruckelt wieder. Also irgendwie ist das alles Käsekuchen hier. Das Ding ruckelt da, was hat denn der 60 Grad, hat Kerntemperaturen, die vier Kerne, 60 Grad hier der Rechner. Ich habe hier Core-Temp mitlaufen, da nur so spaßeshalber. Das kann es also nicht sein. Wow, Pouty Daddy, Baby. So, wir sind jetzt hier an einem Auto-Ding, rechts, so, irgendein Autohändler wird das sein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die ganzen Käfer da heißen, tut mir leid. Ich kenne dann noch dahinter dieses Finsterwalde, hätte ich fast gesagt. Das ist im Osten drüber. Ne, wie heißt denn das da oben? Hüttental. Und dann kommt Oberzent und sowas. Alle, jetzt lass mal gut sein. Ja, ich muss aus lauter Frustration Kippe rauchen. Ne? Also habe ich jetzt wieder eine Ausrede gefunden. Ne? Das heißt ja, Raucher sind ja gegen Corona immun. Ne? Also brauche ich jetzt hier quasi, bin ich... Alles klar, ne? Wisst ihr Bescheid? Kein Problem. Ja. Nee, aber war, also muss ich mal sagen, ich bedanke mich auch an der Stelle nochmal beim Batchrider für sein sehr, wie soll man sagen, umsichtiges Fahren, für seine Geduld, für sein angepasstes Tempo und so weiter. Ja? Also das war sehr, sehr gut betreutes Radeln hier, muss ich sagen, da. Das ist einfach so, auch die Sicherheit, die jemand ausstrahlt, so jetzt wie der Batchrider von seinem Fahrerischen her und von seiner Umsicht her, da hast du einfach nicht, da schiebst du einfach keine Panik irgendwie, sondern das ist alles dann locker. Ne? Das macht schon riesig, das macht schon was aus. Gerade wenn du so ein Spacko da wie mich da hinten dranhängen hast, da der ne? So. Aber ich kann mich ja auch beherrschen. Das ist nicht, du kannst mit mir sogar zu einer Cocktailparty gehen. Das ist jetzt kein Dreck. Also da gehen wir irgendwo zum Anzug verleihen, ne, da leihe ich mir einen zweireiche, was weiß ich was, Cerutti-Anzug aus oder irgendwas weiß ich was. Und da mache ich dir den ganzen Abend den Bückling. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Also mit mir kann man sowas schon machen. Ich kann mich auch beherrschen. Wenn mich allerdings dann dort auf der Cocktailparty irgendwas blöd triggert. So, Karl, jetzt haben wir es geschafft. Gut, dass wir das Seidenbacher Bergsteiger-Müsli gegessen haben. Dann kommt's. Das SEK oder der Security-Dienst, ne, und dann gibt es einen riesen Tumult. So viel ist sicher, aber sagen wir mal so, ich kann durchaus, weil, also wenn ich will, ne, und die Voraussetzungen stimmen, das Umfeld stimmt, die, was weiß ich, die koronalen Löcher von der Sonne sind gestoppt und so, und es tritt kein Massenauswurf aus, da kannst du mit mir jeden Scheiß machen, das ist kein Thema, ne, da bin ich absolut straight ahead, ne. Und kann mich anpassen, wie so ein Chamäleon. Ja, da bringt, also gehst mit mir irgendwie auf eine Cocktailparty von irgendwelchen Banker oder so, dann denkst du, ich bin Banker. Ne? Gehst du irgendwo mit mir zu einer Cocktailparty von irgendwelchen Ärzten oder so, denkst du, ich wäre ein Arzt. Ist jetzt kein Witz. Das hört sich jetzt großspurig an, ne? Ich höre mich ja selbst quatschen sozusagen. Aber das ist echt so, oder? Mit mir kannst du so Dinge treiben da, ne? Aber jetzt, das geht ja halt nicht lang gut. Ich meine, die Konsequenzen, die dann eventuell... Aber so, ja, man, mich schleift keiner mit zum Ärztekongress, das ist mir schon klar. Warum? Also, was soll das? Ne? Da gibt es keinen Grund dazu. Ne? Außer vielleicht zum Sezieren als Leiche oder so, das könnte sein. Ich stelle mich der Wissenschaft zur Verfügung, wenn ich mal abgelebt bin. Je nachdem. Abgelebt bin ich jetzt schon, ach Gott. Abgewohnt, sagt man. Wenn ich jetzt Sofa wäre, wird man sagen, der ist abgewohnt. Ne? Der ist kaputt gelegt, der ist durchgelegt, wenn ich im Bett wäre und so. Ne? Oder eine Trage. So, Leute, ihr habt es geschafft. Teil 1 ist gleich vorbei. Und ihr habt jetzt erst einmal für die nächsten Tage genug dummes Gequatsche gehört und Schwachsinn und zusammenhangsloses Geblubber.
in seiner Urform sozusagen völlig bescheuert. Ich reflektiere das ja selbst, ich weiß ja, was los ist. Also denkt nicht, dass ich hier so, dass das ein Zufallsprodukt wäre. Das ist schon zu klar, ich lese es jetzt nicht ab hier vom Teleprompter. Das ist klar, ne? Aber oh Mann. Mich hat dieses ganze Ruckel-PC von vorne anfange, ach, noch einmal anfange, noch einmal anfange, das hat mir jetzt irgendwie den letzten Zahn gezogen. Aber ich glaube, der Kommentar war jetzt der beste, weil der war am beklopptesten. Die anderen Kommentare waren davor, die ich also angefangen habe, die ich abbrechen musste, die waren also zu seicht eigentlich. Ja. Da habe ich gesagt, guck mal, hier ein Baum und es könnte eine Eiche sein und das eine Pappel und da eventuell eine Linde. Ich meine, wer will denn das hören? Ne? Ich meine, das ist hier YouTube. Selbstdarstellungsgeilheitskanal. Clickbait. Abonniert meinen Kanal. Kloppt auf die Glocke da unten, da kriegt ihr Benachrichtigung automatisch. Jedes Mal, wenn ich ein Video hochgeladen habe, wenn ich veröffentlicht habe, dann kriegt ihr eine Nachricht da. Kloppt da auf diesen Benachrichtigungsbutton. Auf den Button hier. Und ja. Schenkt mir eure Aufmerksamkeit, wann immer es geht. Nee, es ist jetzt gut, ne? Feierabend. So, wir sehen jetzt hier noch ein Foto, das habe ich geklaut aus dem Netz. Copyright. Whoever the fuck did it. And I did it. Am Ende Gelände. Macht's gut, Leute. Bis zum Teil 2 Himbeerschel-Viadukt. Ciao, ciao.